342. Das ist die Zahl der Menschen, die in den 60 Tagen als vermisst gelten oder verstorben sind, die unser Rettungsschiff CI4 von den italienischen Behörden festgesetzt wurde. 342. Das ist aber nicht einfach nur eine Zahl. Wir sprechen hier von 342 Leben, 342 trauernden Familien, 342 Freundinnenkreisen und 342 Hoffnungen und Träumen. Wir sprechen davon, dass die europäische Migrationspolitik tötet. Und wir sprechen davon, dass die Rettungsorganisationen, aber ganz auch besonders Geflüchtete selbst, eben genau durch diese Politik kriminalisiert werden. Unser Schiff, die CI4, wurde am 11. März diesen Jahres für 60 Tage festgesetzt, weil wir Menschen in Seenot nicht an die sogenannte libysche Küstenwache übergeben haben. Sie also damit gegen ein italienisches Dekret verstoßen haben, das vorgesehen hätte, die Menschen an die sogenannte libysche Küstenwache zu übergeben und sie damit der Rückführung in das Bürgerkriegsland Libyen auszusetzen, in dem ihnen Inhaftierung, Folter, Vergewaltigung und Tod drohen. Dabei gab es erst im Februar diesen Jahres das Urteil des obersten Gerichts Italiens, das sagt, dass die Städte in Libyen keine sicheren Häfen sind und Übergabe von Menschen in Seenot an die sogenannte libysche Küstenwache ein Straftatbestand ist. Wie kann es sein, dass unser Schiff nur einen Monat nach diesem Gerichtsurteil für 60 Tage festgesetzt wird, eben weil wir die Menschen in Seenot nicht an die sogenannte libysche Küstenwache übergeben haben? Die Erklärung dafür? Politische Repression und Schikanen der italienischen Regierung, geduldet und unterstützt durch die EU. Ganz besonders betroffen von dieser Kriminalisierung sind aber die Geflüchteten selbst. Die Pylos 9. Am 14. Juni 2023 kenterte das Fischerboot Adriana mit etwa 750 Menschen an Bord, etwa 50 Meilen vor dem griechischen Hafen Pylos. Das überfüllte Boot startete eine Woche zuvor von Libyen aus. Nach wenigen Tagen auf See fiel der Motor aus und die Vorräte wurden knapp. Am 13. Juni wurde der Seenotfall von der NGO Alarmform an die zuständigen Behörden gemeldet. Doch statt die sofortige Rettung der 750 Personen an Bord einzuleiten, kam lediglich ein griechisches Patrouillenboot dazu, band die beiden Schiffe mit einem Seil zusammen. In den frühen Morgenstunden vom 14. Juni neigte sich das Fischerboot, vermutlich aufgrund der Abschleppversuche der Küstenwache, so stark zur Seite, dass es kenterte. Nur 104 Menschen überlebten und wurden von einer Luxusjacht gerettet, nachdem das Boot bereits vollständig untergegangen war. Alle anderen, also 650 Menschen an Bord, ertranken und wurden Opfer dieser menschenverachtenden Politik und Praktik der griechischen Behörden. Statt jedoch die Ursache und die Rolle der griechischen Küstenwache zu untersuchen und aufzuarbeiten, werden 9 Überlebende des Schiffsbruchs vor Gericht gestellt und wegen Beihilfe zu illegaler Einreise, der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und der Verursachung des tödlichen Schiffsbruchs angeklagt. In 3 Tagen, am 21.05., findet der unmenschliche und absolut ungerechte Prozess gegen die 9 Menschen in Griechenland statt. Dass diese Anklage kein Einzelfall ist, sondern System hat, zeigt eine Studie von Borderline Europe vom letzten Jahr. Die Verhaftung von Geflüchteten, die angeblich ein Boot oder ein Auto über die Grenze nach Griechenland gesteuert haben, ist gängige Praxis. Nach durchschnittlich 8 Monaten U-Haft unter menschenunwürdigen Bedingungen werden teilweise nur 6-minütige Verhandlungen absurd hohe Haftstrafen verhängt. Zur Abschreckung. Und das Teil einer systematischen Abschottungspolitik der EU. Und quasi wie nebenbei schließt Italien ein Abkommen mit Albanien ab, Großbritannien schiebt nach Ruanda ab. Ein auch von der deutschen Regierung hochgepriesenes gemeinsames europäisches Asylsystem wird beschlossen. Und die sogenannte libysche Küstenwache schleppt weiterhin mit europäischer Unterstützung tausende Menschen zurück in ein Bürgerkriegsland. Unsere Solidarität gilt allen, die Opfer dieses menschenverachtenden Grenzregimes werden und allen, die weiter gegen die Mauern und gegen die Festung Europa ankämpfen. Und auch wenn unser Schiff im Moment wieder im Mittelmeer unterwegs ist, die Kriminalisierung von Geflüchteten und deren Unterstützerinnen muss aufhören. Menschen dürfen nicht dafür bestraft werden, dass sie sich aus individuellen Gründen auf den Weg nach Europa machen. Die Bundesregierung und die EU müssen sich zum individuellen Recht auf Asyl bekennen. Die Einführung des gemeinsamen europäischen Asylsystems stellt quasi die Abschaffung dieses individuellen Rechts dar. Wir werden laut,
wenn wieder menschenverachtende Migrationsabkommen und dubiose Deals mit Milizen und Diktatoren geschlossen werden. Wir werden laut, wenn die Mauern um Europa immer höher werden und Menschen an See, Fluss, Wüsten und Waldgrenzen sterben. Was wir brauchen, sind sichere und legale Fluchtwege für alle. Jetzt! Ein Freund von Jana, der diese Rede geschrieben hat, hat vor kurzem seinen Aufenthaltstitel bekommen, nachdem er seit mittlerweile 8 Jahren in Deutschland lebt. Als sie mit einem Bier drauf angestoßen haben, hat er eigentlich genau die richtigen Worte gefunden. Er hat gesagt, lasst uns anstoßen auf eine Welt ohne Grenzen. Und wo könnte man dieses Anstoßen besser wiederholen? Also auf unserem Resident Shelter Open Air 2024. Also lasst uns zusammen anstoßen auf eine Welt ohne Grenzen, für die wir auch nicht aufhören werden zu kämpfen. Dankeschön.